Okay, nach unten müssen wir, glaube ich, noch später. So, dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Genau. Ja. Hier geht auch schon alles den Bach runter. Hallo? Hallo? Wie mich das unheimlich gerade am Amnesia erinnert. Von Machine of Pigs, den zweiten Teil. Werden wir übrigens auch im Stream spielen. Die Collectors Edition. Oh Gott. Lalalalala. Na, wo seid ihr? Warte mal, das ist eine Leiche, ne? Kann ich die durchsuchen? Ach ja, das war das ja. Stimmt ja. Habe ich ganz vergessen. Entschuldigung, Leute. Auf den Boden. Er schießt, weiß aber auf den Boden. Du bist ja ein Held. Stell dir den Willen vor, den man braucht, um so einen Ort zu erschaffen. Was hast du gebaut? Nichts. Du kannst nur plündern und zerstören. Du bist kein Mensch. Dann komm doch einfach her und wir klären das. Wie Männer. Habe ich dem anderen auch gesagt. Ryan Industries. So. So, langsam kommen wir dem... Ich glaube, dem Kern immer näher. Ich erzähl dir mal was über diesen Keyboards und die ganzen anderen Universitätsfuzis. Die sind ja so schlau. Meinen sie jedenfalls von sich. Also, ich hab dem Typ letzte Woche ein paar Drinks eingeflößt. Und auf einmal erzählt er mir, der Schlüsselcode zu seinem Büro wäre das Datum des Australia Day. Also gehe ich jetzt jede Woche ganz vorsichtig rein und nehme mir ein paar Piepen aus der Kasse. Der Australier kriegt das nicht mit und ich sag's ihm bestimmt nicht. Er hat echt eine Menge verrücktes Zeug da drin. Vielleicht, na, vielleicht werde ich eines Tages gierig. Oh Gott. Oh Gott. Guck mal, wer da kommt. Alter, was? Uah. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Und so weiter geht, bin ich gleich tot. Warte mal. Ich habe keine Muni mehr. Schön. Oh Gott. Oh Gott, ich bin gleich tot. Oh Gott, ich bin gleich tot. Lad nach, Alter. Lad nach. Lad doch nach. Ja, ich bin gleich tot. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Doch. 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 Und wieder Eve bekommen. Sehr schön. Danke. Danke. Gerne doch. So. So, es wird echt Zeit, dass wir mal so langsam... Dass wir so langsam an Muni kommen. Weiß gar nicht, gibt es bei dem Munition? Schrotmuni. Komm wieder, wenn du Geld hast, Kumpel. Ich hab doch Geld. Jede Menge. Gehabt, beziehungsweise. So. Dann schauen wir mal. Also...
hoffe, wir finden wieder ein bisschen Muni. Oh Gott. Wo ist er hin? Wo ist er denn? Okay. So, jetzt haben wir einen. Ein paar Schrauben, da ist ein Riegel, den essen wir mal. Rechts ist alles voller Strom, links... Alter, die stehen mittlerweile auch wieder auf. Da habe ich mich so erschrocken von, wie ich das erste Mal gespielt habe. Das ist geil. Sicherheitskameras brauchen länger, um sie zu... Ich habe die Kleine, die heute in den Laden gekommen ist, nicht erkannt. Hatte eine Mordsoberweite und war ganz schön aufgedonnert. Sie lässt sich nicht in die Karten gucken, aber man muss nicht studiert haben, um zu erkennen, dass sie irgendwas im Schilde führt. Sie hat nach Magnetverschlüssen und solchem Zeug gefragt. Ich habe einen auch schwer von Begriff gemacht, aber sie hat mich durchschaut. Nachdem sie mich dann vernascht hat... habe ich ihr die Wegbeschreibung zu Keyboards und den Werkstätten gegeben. Rapture ist wohl nicht mehr zu retten, aber manchmal ist die große Kette noch ganz gut zu gebrauchen. Aha. Suche den Heizverlustmonitor. Ja, das machen wir. Da würde ich gerne mal hin. Mich würde gerne mal interessieren. Der Kennschalter ist hier drüben, jawohl! Wir sind alle so durchgedreht. Okay, ich habe den Auto-Hack jetzt hier mal benutzt, weil das war echt schwierig, glaube ich, was ich so gesehen habe. Aber vielleicht kriegen wir was dafür. Bevor die letzte Ratte das letzte Stück von dir gefressen hat, wird Rapture wieder auferstanden sein. Ich werde die Parade anführen. Wer war denn das, werden Sie fragen und auf die traurige Figur zeigen, die an meiner Wand hängt. Wer war das? Von wegen, wer war das? Ich habe Mr. Ryan angefleht, Fontaine Futuristics an die Leute von Atlas zu übergeben, als eine Art Friedensangebot. Aber dieser Mistkerl nimmt einfach keine Vernunft an. Nein, er spleist und manipuliert die Massen immer schlimmer, gibt ihnen immer stärkere Plasmide. In Rapture findet ein regelrechtes Wettrüsten statt. Nur geht es nicht darum, wer die besseren Kanonen oder Bomben baut. Es geht darum, wer schneller vom Menschen zum Ungeheuer werden kann. Ein Mann baut eine Stadt auf dem Meeresgrund. Das ist ein Wunderwerk. Ein anderer Mann ist zufällig an Bord eines Flugzeugs, welches genau über dieser unterseeischen Stadt abstürzt. Und das ist wahrlich das viel größere Wunder. Das mag wohl gut sein, dass wir genau da abgestürzt sind. Ich glaube, ich muss... Ah ja, ich muss in die Werkrufsräume, genau. Das war das ja. So. Keyboards-Werkräume, durchsuche die Werksräume. Dann wollen wir mal durchsuchen. Vielleicht finden wir hier was Schönes. Geld! Geld ist mal gut. Oh, hallo Big Daddy. Okay, diesmal lege ich mich nicht an. Ich bin, glaube ich, nicht gerade gut. Oh! Alter! Manchmal sterben die aber auch einfach nicht. Und hier liegt schon wieder Geld rum. Kartoffelchips können wir mal essen. Verbandskasten nehmen wir alles mit. Hier haben wir die U-Wend-Station. Hier ist ein Safe. Alter! Gut.
Gut. Hallo Klangkasper, willkommen zum Live-Let's Play. Ich habe da schon die ganze Zeit gelesen, nur ich wollte jetzt gerade die Dialoge nicht unterbrechen. Sei mir nicht böse. Toll, jetzt hängt er da fest, oder was? Ach nee, doch nicht. Wie cool, dass sie auch animiert ist, dass die Zeiger sich bewegen. Ich tu dir nichts. So, hier gibt's Muni. Okay. I need ammo. Yeah, you need ammo. Lala. Ryans Gleiser schafft gerade die junge Frau weg. Sicher ist sie eine von Ryans Spionen, eher geschickt, um mich auszuhorchen. Ich glaube es jedenfalls. Falls ich mich täusche, endet ein unschuldiges Mädchen an Ryans blutiger Trophäenwand. Falls ich recht habe, naja, ich hoffe mal, ich habe recht. Das Gerät ist so gut wie fertig. Ich kann mir jetzt keine Gefühlsduseleien leisten. Bloß das nicht. Finde Kübels Gerät. Kübels. Wie komme ich denn da? Oh, ein Geheimgang. Wie komme ich denn in diesen Geheimgang rein? Da würde ich gerne hin. Wir müssen da lang. Ich schau mal eben hier. Okay, hier ist noch... ja. Ich hack das mal. Gucken, ob ich das schaffe. Bestimmt nicht, so wie ich mein Glück kenne. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, den machen wir noch dahin und dann fertig. Yeah. Warum habe ich mir eigentlich die Mühe gemacht, wenn ich hier eh sterben werde? Oh Gott. Ernsthaft? La. Kann ich das nicht? Man konnte das doch irgendwie zerschießen, oder? War das nicht so? Okay. Geht das denn auch mit dem Raumschlüssel? Natürlich nicht. Natürlich. Okay, das geht damit nicht. La. Ich hab doch da drauf. Ich schieße da drauf. Wieso? Aha. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein Hohn. Alter. Weißt du was? Dann. Ach stimmt, das habe ich ja auch noch. Oh Gott. Das wird so schief gehen. Das wird sowas von schief gehen hier. Aua, ich wusste es. Ich hab's gewusst. Aua. War die Kacke kaputt. So. Keine Lust jetzt auf Musik. Ich muss mich konzentrieren. Ich bin sensibel. So. Fließt Blut auf den Straßen? Gewiss. Haben einige beschlossen, sich durch unvorsichtiges Splicen selbst zu vernichten? Zweifellos. Aber ich werde keine Verordnung herausgeben, ich werde kein Gesetz erlassen. Die große Macht, die große Kette der Schöpfung bewegt sich langsam, aber dafür weise und umsichtig. Unsere Ungeduld öffnet dem Parasiten Tür und Tor. Und wenn man ihn erstmal hereingelassen hat, wird er nicht mehr aufhören, die Stadt von innen aufzufressen. Da drüben ist Nitroglycerin. Ich weiß nicht genau, wofür es ist. Ich schau mal eben wegen dem Waffen-Upgrade. Größeres Magazin. Ja. Erhöht die Reichweite des... Die Reichweite ist gut, glaube ich, für den Flammenwerfer. Ich frage mich gerade, was das mit dem Nitroglycerin da hinten auf sich hat. Kann man da drauf schießen? Nein, kann man nicht. Okay.
So, dann wollen wir mal wieder hier raus. Oh Gott. La 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 la. So. Wir müssen da lang. Wir haben immer noch nicht den Raum gefunden, wie wir da lang kommen, ne? Naja, vielleicht finden wir den noch. So. Okay, hier ist jemand. Was für ein bescheuerter Traum. Irgend so ein Obstbaum hat sich gedreht wie der Deckel auf einer Flasche und Saft in Ryans Kehle geschüttet und das Schwein erstickt. Aber als ich näher hinsah, war es gar kein Baum. Es war die Kernsteuerung dieses Dings da, das die Magnetschlösser an Ryans Tor schmeißt. Man kann die Energiezufuhr nicht unterbrechen, sie kommt direkt aus den Vulkanschloten. Ryan bekommt immer seinen Saft. Wahrscheinlich könnte man den Hurensohn darin ersäufen. Wahrscheinlich. So. Alter Schwede, Verbandskästen kriegen wir hier. Kaffee trinken wir mal. So, neues Kampftonikum. Damage Research. Okay, mache deine Forschung effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du sie nie für möglich gehalten hättest. Ich glaube, das brauche ich jetzt gerade nicht. Das Grundgehäuse ist fertig. Ich habe eine Ladung Nitroglycerin in meinem Büro. Die verwenden wir als Initialzünder. Jetzt brauche ich 4 abgeschirmte R34-Kabelbrücken, um den Schaltkreis zu umgehen. Dann eine halbe Dose Ionengel. Das gibt der Mischung erst richtig Zunder. Das müsste den Kern in den Nachbrennermodus versetzen, so zu einer Überspannung führen und den Überlastschalter an Ryans Tor auslösen. Soweit die Theorie. Entweder es klappt wie am Schnürchen oder halb Rapture fliegt dabei in die Luft. Naja, wer nicht wagt. Der nicht gewinnt. So, Ziel erreicht. Bauen. Ah, du benötigst Objekte. Aha, du hast dafür nicht die nötigen Bestandteile. Ja, super. Was brauche ich denn dafür? Und wo kriege ich die Sachen her? Die benötigten Objekte sind dann im Journal aufgeführt. In meinem Journal. Kurze Tipps an aus, Tipps aus, Zielinfo. Ziele. Ach hier. Stell die Bombe fertig. Kibbutz arbeitet an einem Gerät, das den Zentralkern des des Hebpausstufs überlösten sollte. Leider verschwindet er, bevor er seine Arbeit beenden konnte. Das musst du jetzt erledigen. Bringe alle benötigten Komponenten in die Werkstattbereich, wo die Verschaltung ist, und bringe sie dann unten in eine Bombe. Ja, aber welche Sachen denn? Ich frage mich gerade, welche Sachen ich da brauche. Wie schön, dass ich nichts angezeigt bekomme. Der Pfeil zeigt mir auch nach unten. Hä? Da fehlen noch. Okay, wir brauchen die Objekte. Ich frage mich... Uah. Och, hier war noch Geld drin. Aua, Alter. Uah. Huch, wo ist er hin? Okay. Also wir haben einen Teil, glaube ich, jetzt gefunden. Wir brauchen noch weitere. Die liegen wahrscheinlich jetzt hier irgendwo rum, die Teile. Liegt hier vielleicht ein Teil jetzt drin? Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht finden wir hier irgendwo. Stille dein Verlangen. In den Big Daddy ist an. Oh, okay.
Der ist schon etwas mitgenommen, der Big Daddy. Alter, uah! Geh doch einfach tot. So. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Immer noch. Ich werde dich retten, ob du willst oder nicht. Alter, wie viel Adam wir jetzt haben. Wir sollten echt mal ein bisschen einkaufen gehen. Nee, ehrlich. Jetzt sag mir nicht, wir müssen die ganzen Big Daddies erledigen. Jetzt habe ich schon zwei Sachen gefunden für die Bombe. Boah, das wäre mies. Das wäre sowas von... Uah. Das wäre sowas von mega mies.